Hallöchen, meine lieben Filzfussel, ich bin's, eure Fussel. Ja, ich möchte euch heute mal was Gefilztes, was Angefangenes Gefilztes zeigen, ihr Lieben. Die liebe Petra, durch die liebe Petra habe ich ja die Ups kennengelernt. Wisst ihr, wer die Ups sind? Oh, Ups. Ups, die Dupsti. Ja, und ich finde diese Figürchen einfach nur zuckersüß. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kannte die nicht. Ich kannte nur Didel. Und wenn Petra hat die Karten bekommen, so tolle Karten, und habe ich mir gedacht, Mensch, so ein Figürchen könntest du doch mal filzen. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich jetzt seit gestern dran gesessen. Da fehlt noch ein Arm und noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann möchte ich euch mal zeigen, ihr Lieben, wie weit ich gekommen bin gestern. Da. Guckt mal. Das hier ist. Ups, ich bin Ups. Ups. Guck mal, bei dir zum Beispiel so, oh, hier fehlt noch der Arm, ne? Und die Ups, die haben ja große Hände, verschiedene Farben, also manchmal haben die rote oder gelbe oder grüne und dann haben sie hier so richtig coole Söckchen, Schuhe an, ja, die übergroß sind eigentlich, ja. Und dann haben sie hier auf dem Kopf eben nur so ein Stiezel an Haaren, ne? Und ich habe da ja gestern erst mit angefangen, ist noch ziemlich weich. Ein kleines Tüchlein hat er oben hier, ne? Und ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch eine geile Idee, wenn man diese Ups oder diesen Ups zum Beispiel so eine Lampe von macht, ja? Auf ein Buch und dann eine Familie vielleicht, ein Ups-Papa, ein Ups-Kind und eine Ups-Mama vielleicht. Und dann eine schöne Lampe draus macht fürs Kinderzimmer. Das wäre doch eine tolle Sache. Und guck mal. Wie süß, oder? I, hallo. Hallo, Leute. Ja, ich habe ihn grün gemacht, ihr seht. Und da kommen natürlich noch gelbe Blümchen drauf. Das ist ja noch nicht fertig. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht, okay? Bis dann, eure Fussel.